Sehr freut es Sie für Dante, dass er getroffen hat. Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Wenn es der Brauers gemacht hätte oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Aber ja. Wie sehr freuen Sie sich? Ich freue mich sehr. Okay? Gut. Hör auf, du Mist. Dass es eine sehr schwierige Saison wird, vor allem wegen der Erwartungshaltung. Ich habe gesagt, es könnte werden. Aber schauen Sie, aber ich habe doch immer wieder diese Frage nach der Erwartungshaltung, die kommt doch in der Regel von euch. Ich habe aber immer wieder in schöner Permanenz gesagt, im Fußball regelt sich das mit den Erwartungshaltungen von alleine. Habe ich Unrecht? Es kommt darauf an, wie Sie spielen werden, die nächsten. Ich gehe davon aus, dass wir demnächst ganz sicher nicht nach Rostock fahren, als himmelhoch apostrophierter Favorit. Ja, aber Sie fragen doch und wissen es schon. Mir hat es damals eine ganze Menge Sekt eingebracht. Da habt ihr als Journalisten ja auch ganz schön mitgesoffen damals. Schwitz. Die ganze Woche davon gesprochen, wie blind die Bayern sind. Vor uns hergetrieben haben wir sie immer. Schwitz. Sie sind viel, viel humorvoller geworden, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Warum es nicht so war, werden wir hoffentlich nie erfahren. Letztens uns Variante mit Mats Vogel als Libero, ja, denkbar? Ich habe das nicht zufällig gemacht. Der Eberhard Vogel hat in Rumänien in der Vorbereitung diese Position eingenommen und mit seiner Ballsicherheit und seiner Kopfballstärke dort hinten gut agiert. So wie das zurzeit ausschaut, wird es durchaus möglich sein, dass der Mats dort hinten spielt und wir mit dem Rüdiger Schnupphase einen weiteren kampfstarken und auch angriffswirksamen Mann im Mittelfeld aufbieten. Sie sehen also ganz realistisch noch Chancen für das Weiterkommen? Wenn Sie von Generalprobe vorhin gesprochen haben, dann zumindest insofern, dass man natürlich solche Spiele nutzt, um sich weiter Selbstvertrauen zu schaffen. Ein 5-0 bringt Selbstvertrauen, das ist selbstverständlich. Ich glaube, dass auch solche Spieler wie Schilling, die ja lange Zeit auch mit ihren Nerven zu tun hatte, durch solche Spiele, auch durch das Tor, was er selbst macht, aufgerüstet wird, sollte uns Selbstvertrauen gegeben haben, trotz aller Dinge, die dort auf uns zukommen. Das Ergebnis war ja kein positives, das 2-2. Auch diese Besetzungsprobleme, die wir zurzeit haben, wir leiten daraus absolut nicht ab, dass wir dort keine Chancen hätten. Wir wollen das Beste versuchen und ich glaube, wir sind es auch unserem Anhang schuldig. Dürfte ich Sie noch zum Schluss nach einem Tipp für das Mittwochspiel fragen? Ich tippe nicht. Nie. Ich habe noch nie getippt und das mache ich auch jetzt nicht. Gut, schönen Dank und alles Gute. Wir gewinnen, also das auf jeden Fall. Gut, danke schön. Wir sind mit den Gedanken gar nicht dabei! Der Hubi spielt den Pass und läuft weiter und wir lassen ihn hier laufen, die Mann! Nein, ich zuck nicht! Scheiße ist es! Da sind wir nicht beim Training mit den Gedanken! Gehen wir zu Pfosten Nürnberg! Da können wir das machen! Mit Amateuren! Weiter! Ja, und dann hat er gesagt, weiter. Hans Meyer, herzlich willkommen. Grüße Sie. Ich grüße, bin überrascht. Du hast eine der schönsten Szenen meiner Trainertätigkeit rausgesucht. Ist das immer wieder schön zu sehen? Ja, ich habe es, glaube ich, das zweite Mal gesehen, aber ich finde es immer wieder beschissen. War für mich ein ganz wichtig. Und ich muss dazu sagen, dass er jetzt so gut über mich gesprochen hat, das kostet mich natürlich auch Geld. Wenn wir mit dieser Scheißtaktik bis zum Saisonende auswärts immer gewinnen, dann fragen Sie mich am besten nicht mehr, dann ist es richtig prima. Wieder der Herr Roth. Das ist unglaublich. Ich bin das erste Mal jetzt bei euch. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob die anderen, die bisher da waren, nicht viel, viel herziger begrüßt wurden. Unglaublich. Herr Heine, ja, ich grüße Sie. Fragen Sie mich zu in Zukunft nicht mehr solche Fragen, okay? Und sind Sie so nett und ich rufe später mal zurück, okay? Danke, tschüss. Steuerbüro. Wenn Sie mich vorher gefragt hätten, hätte ich mit Ihnen gar nicht erst diskutiert. Ich liebe euch alle. Dein Freund der Ball. Wir lieben uns alle.
Kommunikation! Ei, das ist doch keine Ballsicherheit! Morgen, Alex. Sie trainieren schon. Ich habe das Gefühl, hier sind einige Jungs dabei, die dem anderen sagen, ja, nicht so scharf. So ein Rückblick lohnt sich bei Ihnen natürlich immer. Das waren auch deutliche Worte auf dem Fußballplatz. Waren Sie immer, ich glaube, die meisten Bilder waren jetzt da aus Nürnberg, aus der Nürnberger Zeit. Waren Sie immer so deutlich oder auch zu Anfang Ihrer Trainerkarriere? Nein, erst in Nürnberg. Unzeln auf die erste Frage antwortet. Na klar, wusste ich, habe es schon genug zu hören bekommen. Also es ist schon so, dass ich aber auch auf der Jagd bin nach irgendwas Besonderem für mich. Trotz des Augenzwinkerns. Besonders ist die Leistung in jedem Fall, sonst wäre er nicht der Einzige. Mit Carl Zeiss Jena gewann Meyer dreimal den FDGB-Pokal. 72, 74 und 80. Und 2007 gewann er den DFB-Pokal mit Nürnberg. Und auch klar, dass Hans Meyer die feinen Unterschiede kennt zwischen den Pokalspielen und Feiern im Osten und im Westen. Viel weniger Unterschied, als der ein oder andere vermuten lässt. Ich glaube, bei unseren Spielen, diese zwei, die wir gegen Dynamo Dresden gewonnen haben, waren da um die 40.000 oder 45.000 Zuschauer im 100.000-Mann-Stadion. Das ist natürlich auch nicht gerade die Welt. Aber ja, ich glaube, dass wir schon mit dem Jubeln, Freude, kein Bier, wir hatten kein Bier in der DDR, kein Bier, keine Dusche, aber dann danach ein Rotkäppchen-Sekt für 2,32 Euro. Der typische Meyersche Zungenschlag. Und auch ohne Bierdusche und vor nur 40.000 Zuschauern. Der erste Titel mit Jena war für ihn der wichtigste. Ich bin damals 1971 Cheftrainer geworden einer Mannschaft, wo insgesamt 13 Fußballer besser waren als ich. Ich war ungefähr 10 Spieler älter waren als ich. Ich war sehr jung für so einen Job, 28 Jahre. Es hat eingeschlagen, diese Nominierung damals eingeschlagen wie eine Bombe. Die Fußballverrückten in der DDR haben das gar nicht verstanden. Es gab eine Umfrage, ob der Meyer denn nicht weg müsste. Und sie haben immerhin 2000 Stimmen gesammelt, die mich also lieber heute als morgen in die Wüste geschickt hätten. Und am Ende dieses Spieljahres haben wir uns im Frühjahr gefangen gehabt und haben gegen die damals überragende Mannschaft von Dynamo Dresden diesen Pokalsieg geholt. Da war dieser Erfolg für mich und für meine weitere Karriere natürlich besonders wichtig. Und für seine einzigartige Leistung wird Hans Meyer mit einem Fuß- und einem Handabdruck im DFB-Pokal Walk of Fame verewigt. Er hat als einziger beide deutsche Pokalwettbewerbe gewinnen können. Und das ist für die Ewigkeit. Denn es ist sicher, dass er auch der Einzige bleibt. Ist da notwendig, wa? Ist doch, man ist doch, wie man ist. Und es ist ja nicht so, dass ich hier dauernd gebrüllt hätte. Das ist doch der... Das haben die Journalisten wieder so zusammengeschnitten. Der Zeigler, der böswilligerweise die ganzen schlechten Szenen rausgesucht hat. Und da wollte ich gerade sagen, der Vorteil beim Fernsehen ist ja, man kann ihnen keine Sprüche in den Mund legen, die dann tatsächlich nicht so passiert sind, sondern wir haben es ja dann. Da haben Sie mal einen, aber es existieren von mir sehr, sehr viele, die getürkt sind, die gefälscht sind, die aus dem Zusammenhang gekommen sind. Es ist ganz sicher so, dass nicht alles stimmt, was da im Umlauf ist. Ja, also wie gesagt, DFB-Pokal und Sie sind ja der Einzige, der in Ostdeutschland und Westdeutschland den Pokal geholt hat. Das ist jetzt auch nicht so unerfolgreich. Und soll ich Ihnen was sagen? Gerne, immer. Das nimmt mir niemand mehr. Das ist richtig, das stimmt. Und es ist ein Applaus wert. Das ist ein Applaus wert.